Die Wall Street hat so eine Art Realitätsschock heute erleben müssen. Vorher war es ja immer die Rezession der anderen, die Rezession in China, die Rezession in Deutschland, in Europa. Aber wir doch nicht, wir leben auf einem anderen Planeten und heute Bums hat es gemacht. Da musste man anerkennen, nein, wir leben auch auf diesem Planeten. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktflüster. Schauen wir uns mal den ISM-Index an, Institute of Supply Management, also praktisch ein Einkaufsmanager-Index für die Industrie, auf 47,8 gefallen. Das ist der tiefste Wert seit 2009, tiefer sogar noch als 2016. Wenn wir uns manche Kategorien anschauen, dann war es sogar noch schlimmer. Denn wir sehen hier etwa die Exportaufträge auf 41 gefallen. Hier sehen wir blau, praktisch den absolut freien Fall. Das Einzige, was gestiegen ist in diesem ISM-Index, das sind die Preise. Das ist sozusagen das, was jetzt für die Fed auch langsam die Krux ist. Und dementsprechend war die Wall Street nicht begeistert. Und ich will Ihnen zeigen, warum sie nicht begeistert war über diese Zahlen. Denn es ist schlichtweg so, dass die S&P 500 Unternehmen, die Gewinne der S&P 500 Unternehmen zu 68% aus dem produzierenden Sektor kommen, während die Jobs überwiegend eben im Dienstleistungsbereich sind, nämlich zu 86% und nur 14% Produktion. Aber die Gewinne, die Margen sind eben in der Industrie. Das ist der entscheidende Punkt. Erklärt vielleicht auch, warum der US-Arbeitsmarkt da noch so robust ist, warum wir da noch so wenig Verwerfungen sehen, eben weil die meisten Leute in Dienstleistungsbereichen angestellt sind, wo es noch gut läuft. Aber wir sehen eben in Deutschland jetzt zum Beispiel, dass da auch der Dienstleistungssektor jetzt immer schwächer wird. Das ist also auch in den USA wohl eine Frage der Zeit, bis dann der Überschlag kommt von der Produktion hin eben zu Dienstleistung. Und das ist für eine Konsumwirtschaft wie die USA natürlich ein sehr, sehr schlechtes Zeichen. Nun hat Sid Donald natürlich sich geäußert dazu und hat gesagt, ja, was ist denn da los? Was ist denn hier los? Und hat gesagt, ja, wie ich vorher gesagt habe, hat Jay Powell und die Fed den Dollar zu stark werden lassen, vor allem im Vergleich zu allen anderen Ländern. Und das hat unserer Industrie so massiv geschadet. Die Zinsen sind zu hoch. Sie sind ihre eigenen Feinde. Sie haben keine Ahnung, sagte Donald Trump. Jetzt sagt hier Jerome Powell in seinem Twitter-Account, der nicht echt ist, nicht der wirkliche Jerome Powell, Central Bank Harassment, also sozusagen Zentralbankbeleidigung. Sie erinnern sich ja vielleicht, dass in der Ukraine Geschichte Trump eben ein President Harassment Tweet abgegeben hat. Nun sollte man aber, wie Sven Henrik das hier schlauerweise tut, sagen, okay, die Daten in den USA sind ähnlich schlecht wie in Deutschland jetzt, was die Industrie betrifft, oder in Europa insgesamt. Nur in Europa, in der Eurozone, da haben wir schon Null- oder Negativzinsen. Da haben wir Quantitative Easing, aber es hat auch nicht geholfen. Also wenn Trump jetzt glaubt, dass man mit einer Zinssenkung, mit Zinssenkungen insgesamt die ganze Geschichte vom die Kuh vom Eis holen kann in Sachen amerikanischer Industrie, dann irrt er. Das kann eben auch eine Notenbankpolitik nicht ändern. Genau das ist die Krux. Vielleicht werden die Daten noch schlechter in nächster Zeit, denn wir sehen hier eins. Wir haben ja hier den Macro Surprise Index der USA, also praktisch den Index, der bemisst, wie stark die reinkommenden Daten positiv oder negativ abweichen von der Erwartung. Und wir sehen, da ist es in letzter Zeit sehr, sehr hoch gegangen. Aber das dürfte und könnte maßgeblich auch daran liegen, dass ja Ende September das Fiskaljahr in den USA endete und alle US-Behörden dann ihr Budget ausgegeben haben müssen. Und wenn sie es nicht tun, dann sind sie in Gefahr, dass sozusagen ihr Budget grundsätzlich für das nächste Jahr gekürzt wird. Also hauen sie alles raus, was irgendwie raushaubar ist, und gehen da nochmal all in. Deswegen sehen wir hier möglicherweise dann ab August nochmal diese Versteilung des Economic Surprise Index. Also möglicherweise ist die Party jetzt in dieser Hinsicht vorbei. Wir sind jetzt auch zusätzlich noch in der Blackout Period, deren Höhepunkt dann nächste und übernächste Woche sein wird. Also die Zeit, wo US-Firmen keine eigenen Aktien zurückkaufen können. Vielleicht ist diese schwache ISM-Zahl ein bisschen beeinflusst durch den Streik bei General Motors, der ja ab Mitte September begann. Das könnte vielleicht ein Punkt sein. Aber eins ist eben auch klar, jetzt kommt den Gesprächen, die am 10.11. ja der Fall sein sollen in Washington zwischen den USA, zwischen den Mnuchin-Lighthizer-Genossen und Liu He, kommt jetzt natürlich entscheidende Bedeutung zu. Denn eins ist klar, der Verursacher, der Hauptverursacher dieser Schwäche der Industrie ist Donald Trump. Der Abschwung begann schon vorher, der begann Ende 2017, Anfang 2018 in Europa, in China, aber mit der Trumpschen
Handelskrieg, Unsicherheit, die Investitionsunsicherheit ist, wird heute nicht investiert, fehlt das als Wachstum morgen, das ist genau das Problem. Da hat Trump also sozusagen mal wieder die Falschen adressiert, nicht die Fed hätte er adressieren müssen, sondern eben sich selbst. Da ist also sozusagen jetzt die Kuh noch lange nicht vom Eis. Dementsprechend muss da jetzt ein Deal her, müssen wieder zumindest Freundschaftssignale her, muss irgendwie Hoffnung geschürt werden, wie so oft. Wie oft haben wir jetzt schon Rallyes erlebt, die auf Hoffnung basierten? Die Realität ist anders, denn wir haben die Zölle heute, ja, die Eskalation in Hongkong. Das ging richtig zur Sache. Mal sehen, ob das die Gespräche zwischen den USA und China belasten wird. Schauen wir uns die Charts mal an und gucken, was da passiert ist. Hier sehen wir noch die allgemeine Fröhlichkeit heute Morgen beim Dow Jones und dann kam der ISM-Index und es machte Bums. Dann sehen wir hier diesen Strich, jetzt ein Versuch einer kleinen Erholung beim Dow. Ähnliches Bild beim S&P 500. Da ist der Chart ein bisschen im größeren Zeitfenster, deswegen sieht das nicht so wild aus, aber da ist durchaus auch was passiert. 2953, damit jetzt knapp an diesem Tief, das wir kürzlich erreicht hatten. Insgesamt sind die Indizes, das wollte ich nicht zeigen, sind an kritischen Marken. Wir sehen den Nasdaq jetzt unter seinem 50er, unter seiner 50er und 100-Tageslinie, der Russell 2000 sowohl unter der 50er als auch unter der 100er als auch unter der 200-Tagelinie. Der Dow jetzt testet die 50er-Tagelinie und ähnliches macht der S&P 50er-Tagelinie das dritte Mal jetzt in relativ kurzer Zeit. Jetzt geht es also so ein bisschen um die Wurst. Schauen wir uns an, was der liebe DAX macht. Der ist auch jetzt mäßig gelaunt. Wir sind da abgestürzt, relativ schnell von 12.400 auf 12.200 und ein paar zerquetscht im Tief, aktuell 12.251. Den Euro hat es gefreut oder die Euro-Bullen. Hier sehen wir ISM-Daten, Booms. Da waren wir noch deutlich unter der 1,09er Marke, jetzt sind wir bei 1,0936. Wer für Gold Sympathien hegt, und das sind ja nicht wenige, der sieht, dass der Preis wieder zumindest sich hat erholen können von knapp über 1460 auf 1482. Und wir sehen den Crude Oil Preis, Risikoassets allgemein unter Druck, jetzt sogar unter der 54er Marke. Die Charts wie immer von Capital.com, genau, das vergaß ich fast zu erwähnen. Also, die Amerikaner sehen jetzt, okay, wir werden jetzt auch ein Problem bekommen. Wir haben im industriellen Sektor ein Problem, praktisch eine Rezession, zweimal hintereinander jetzt negativ, und zwar deutlich negativ, unter der 50er-Marke. Wir sehen, dass zwar die Dienstleistung insgesamt in den USA wichtiger ist, aber die Marge, die wirkliche Power steckt eben in der Industrie. Nur 17% der US-Unternehmen sind im industriellen Bereich, aber sie schaffen 30% der gesamten Wirtschaftsleistung der USA, 70% des Konsum, aber 83% Dienstleistungsunternehmen, also die Wertschöpfung pro Kopf ist geringer, alles ist geringer. Deswegen kommt diesem Produktionssektor ja auch so große Bedeutung zu. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie die Märkte weiter agieren, ob sie das so beiseite wischen können, denn jetzt ist ganz klar, Rezessionssorgen sind da und sind berechtigt. Das kann man jetzt einfach nicht mehr beiseite wischen. Ich wünsche jetzt einen wunderschönen Feierabend, sage noch, dass ab Donnerstag bis inklusive Montag dann keine Videos von mir kommen. Donnerstag ja Feiertag in Deutschland, Tag der Deutschen Einheit, Freitag, dann weile ich in meiner Heimat in München und werde auch am Montag dann keine Videos machen, sondern erst am Dienstag wieder. Deswegen wünsche ich jetzt Ihnen das Allerbeste. Morgen sehen wir uns aber gewohnt zum Videoausblick und zum Marktgeflüster, die beiden letzten Videos vor der ganz kurzen Pause. Und jetzt sage ich Servus und Ciao.